Und vergesst nicht, nutzt diese glänzenden Brücken, denn da bringen Glück. Wenn da deiner Hinterhalt ist, dann wird er wohl an der Depot sein. Lass der Feind nicht das Depot erreichen. Unbeschützter Pickups. Ist mir egal, wie viele Gits von euch gemusst werden. Ich schicke ein paar Jungs zum Plündern voraus, und um sicherzustellen, dass da keine Hinterhalt ist. Erst Kanonen schicken, dann Jungs schicken. Alle Sorten Jungs. Alles, was die Orks haben, stammt vom Imperium. Ich würde sagen, wir holen es uns zurück. Ja, dann können wir nämlich Sentinels freischalten. Die sind ganz gut für schnelle Einsätze. So, ich darf nochmal unsere hier nochmal rumfuschen. Aber ich bleib dabei, wie es jetzt ist. Das hier wird jetzt eine Mischung aus kurzer Sturmmission und dann ziemlich viel defensiv, was als imperiale Armee halt ziemlich nice ist. Weil die imperiale Armee ist auf defensiv. Sonst zerbrichst du meine Beats, hat er gesagt. Und vergess nicht, auf der glitzernden Brücken zu fahren. Hör zu, Gitz. Warboss Klatschgesicht sagt, da liegt ein Kampf vor uns. Und wir müssen unser Zeug zum War bringen. Sorgt also dafür, dass genug Pickups am Depot vorbei und zum War kommen. Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Ich glaube nicht, dass wir den Konvoi von hier aus erwischen können. Suchen wir weiter nach einer besseren Stelle für den Hinterhalt. Kommandant einsatzbereit. Oh nein, er hält leider keinen Sergeant, er selber. Warten auf Befehle. Nachricht erhalten. Ach ja, die Ehrengardeneinheiten, also die Gardisten und die Elite-Gardisten und die Ogrim-Blechköppe. Zählen übrigens nicht zur Bevölkerung und kosten beim Wiederausbilden auch keine Ressourcen. Grün heute. Was recht praktisch ist. Die Orks. Ja, ich würde sich freuen. Ich erfasse das Objekt. So, ihr werdet mal begraben. Gut, ich rücke vor. Melde Feindkontakt. Dieser Ork ist besiegt. Komm, ein paar Moscha-Boys. Die Schäle benutzen, dass sie schnell werden und wirft Einheiten hinter dir zurück. Jo. Hier kommt Bill schon unterwegs. Haben die auch noch eine? Nee, haben sie nicht, aber wir könnten sie verbessern. Wir werden angegriffen, Deckung hält. Ja, ich mach mal Angriffsausrüstung für die, dass sie mehr Schaden machen. Das klingt so leicht. Ich hab Zeit für Ziel erfasst. Fahre mit Angriff fort. Jetzt haben wir eine Chance. Soll ich sind verletzt. Wie sie rumjammern. So, ein bisschen Energie. Kommandant will schon unterwegs. Ich erfasse das Objekt. Ork-Einheiten an diesem Standort gesichtet. Orks, hier läuft ein Licht in die Maus. Nur zu dann los. So, das wird jetzt ein bisschen lustig werden. Zeigen wir es ihnen! Hier mischt ein Ork-Fahrzeug mit. Das ist auch eine tolle Aussage. Kümmere mich drum. Wir sind jetzt unterwegs. Ich wink, dann wollen wir mal. Hier, Kommandant. Ziel eingenommen. So, aber wir haben den Energiepunkt schon mal gekriegt. Und die sollten eigentlich auf Nahkampf eingestellt sein. Sind sie auch. Haben hier zugeschlagen. So, kriegst mal
Au. Kümmere mich drum. Diese böse. Zeit für etwas Bewegung. Orks kümmern wir uns gleich. Ja, da unten sind weitere Orks unterwegs. Wir kommen aber eben nicht nach da unten. Genau, brich schön hier durch. Lasst euch zurückfallen. So, jetzt muss... Der da weg. So, lassen wir mal noch mal Verstärkung ab. Und nehmen den Punkt ein. Oh. Da. Neuer Bericht. Feindberührung. Da lang. Bewegung, Männer. Geht mal moschen, Ungrenz. Ja, das hoffe ich mal, dass die Orks hier sterben. Ja, die Ogres kommen halt nicht an dem Baum vorbei. In die Pflanzen rein. Befehl ist keine Gnade. Jetzt ist nur noch der Boss übrig. Unterwegs. Dann geht's weiter zu dem Punkt hier unten. Ja, Ogrin sind auf so engem Feld nicht so besonders tolle. Warten auf Befehle. Kommt, werden angegriffen. Deckung hält. Wir werden angegriffen. Dieser Ork ist besiegt. Komm, so, ich lass mal die Ogrins den Punkt einnehmen. Los. Dieser Ork ist besiegt. Und dann holen wir uns mal zwei Gardistentrupps. Auf dem Weg. Wir sind hier, an die Arbeit. Hier Gardisten, Befehle. So, damit haben wir nämlich jetzt mal eine kleine Angriffsstreitmacht und nicht nur so einen kleinen Trupp. So, und unsere globale Fähigkeit steht jetzt zur Verfügung. So, Depot einnehmen, die beiden. Ja, viel zu viele Versorgungspunkte haben wir dann. Na ja, gut, die Türme kosten auch Bevölkerung, fällt mir gerade so ein. Ortswummen haben hier zugeschlagen, werden angegriffen, Deckung hält. Das ist ziemlich zerstört.
kümmere mich drum. Ich erfasse das Objekt. So. Orkwummen haben hier zugeschlagen. Und wir kriegen auch relativ viel Ressourcen hier. Befehle, Sir. Wir könnten besser. Du stellst dich mal hier auf und machst den Geschützturm der Orks weg. Wir werden angegriffen. Kleines. So. Wir holen ihn uns, Sir. Punkte einnehmen, Ressourcen holen. Sie haben es uns praktisch überlassen. Hier ist ein Kampf in Sicht, Sir. Dann erzählen wir hier schon mal. Das ist wir haben das Ziel in der Hand, Sir. Warten auf das Ding ausschalten. Warten auf Befehle. Bewegt das Ding ausschalten. Jetzt brauchen wir Waffenteams. In Deckung, Männer. Warten auf Befehle. Kommt in Gang, Soldaten. Wir brauchen. Das Ziel gehört mir, Sir. Kommandant einsatzbereit. Ziel erfasst. Fahre mit Abgriff. So, stell dich mal auf und feuer mal auf das Ding. Ich hoffe, das kriegst du hin. Jawohl, kriegst du hin. Gardisten sind bereit. Auf das Fass zielen! Hier, Kommandant, ich erfasse das Objekt. So, dann hauen wir mal 3 schwere Waffentrupps raus. Gut. Wir sind hier. An die Arbeit. Deckung, da drüben. Bin schon unterwegs. Warten auf Bewegung, Männer. Ihr deckt hier ab. Waffentrupp zu Befehl. Wir sind eigentlich hier und wir schießen also auf Fässer. Boss, da haben da glitzernden Brücken zerstört, da du so toll fandst. Was? Wenn das ein Scherz ist, Junge, dann bist du tot, bevor ich da bin. Denn ich mag keine Scherze. Und jetzt aus der Weg. Anscheinend muss ich alles selbst machen. Und wenn ich mit der Mossen fertig bin, klatsche ich euch alle ins Gesicht. Deswegen heißt der Klatsch. Deswegen heißt der Klatschgesicht. In Deckung, Männer. So, einen Waffentrupp könnte ich noch raushauen. Kommt in Gang, Soldaten. Als dann. Ich rücke aus. Haben wir ein Ziel? Also gehen wir, Jungs. Da sagen, da wird gemoscht. Das ist aufregend. Spürt ihr das, Jungs? So. Dieser Ork ist besiegt. Melde Feindkontakt. Nutzt eure Deckung, Männer. Wir sind hier im Kampf. Au. Machen wir's. In Deckung. Na, die Ogren sind mutig. Ich höre zu. Werden angegriffen. Deckung hält. Befehle, Sir. Sie greifen. Wir werden angegriffen. So, der Hauptangriff kommt hier oben. Den können wir aber ganz gut zurückschlagen. Und kriegen sogar Ausrüstung.
So, das war die erste Welle des Ork-Konvois. Ihr zieht euch mal kurz zurück, um euch zu regenerieren. Und um den einen Soldaten zurückzuholen. Ork-Verstärkung bereit. Okay. Moment. Was? Hier hat nichts eine ungerade Anzahl. Warum? Achso, weil ich Geschütztürme aufgestellt hatte. So. Dieser Ork ist besiegt. Das war jetzt gerade eher nicht der. Oh! Hallo, dicker Panzer. Melde Gebäudeschaden. Ihr geplünderter Panzer ist aktiv. Diese Deckung wird nicht lange halten. Kleines. So, der Panzer war schnell weg. Das war der billige Ork-Variante zum Glück. Wollt ihr moschen? Orgrins können auch moschen. Orgrins verkloppen euch. Mit ihren primitiven Püstern. Nur zu, Sir. Wir sind bereit. Ja, Verteidigung als Imperiale macht richtig Spaß. Natürlich, ich hätte noch gerne Limnuas-Panzer. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich meine, guckt euch mal an, wie viel so ein Ogrin-Trupp kostet. Da ist ein Limnuas-Panzer günstiger. Oder ein Sentinel. Da ist immer noch, sind immer noch schwere Waffentrupps im Weg. Dieser Ork ist besiegt. Aber damit müssten die Ogrins klarkommen. Wir werden angegriffen. Deckung hält. Hier oben kommen zwei Pickups jetzt. Dieser Ork ist besiegt. So, mehr Ressourcen für uns. Melde Feindkontakt! Fahrzeug ausgeschaltet. Das ist ziemlich zerstört. Haben wir erzielt? Warten auf Befehl. Au, die Ogrins kriegen auf die Nase, aber gut. Oh, da ist sogar schon Warboss Klatschgesicht. Das ist ziemlich zerstört. Da war Warboss Klatschgesicht. Und ein Weird Boy. Wir werden angegriffen. Ersetzen wir das Gebäude gleich mal. Das ist ziemlich zerstört. Und jetzt noch den Pickup weg. Ork-Women haben hier zugeschlagen. Das müsste es dann schon gewesen sein. Bei der ganzen Gemosche haben wir unsere Ausrüstung verloren. Jetzt brauchen wir einen ganzen Tag, um alles wiederzufinden. Sieg. Für den Imperator, Sir. Immer vorwärts. Ja. Ein Gegenstand für den aktuellen Trupp. Die beiden haben jetzt Erfahrungspunkte gekriegt. Wir haben eine meisterhafte Energiefaust für Lord Bren. Und eine Plattenrüstung. Sehr schön. Hm.
Wir können den Ogrin-Trupp nehmen, aber ich entscheide mich für den Sentinel. Fürs Erste. So. Fehlt sofort die Gesundheit des Trupps vollständig wieder auf. Kann mit extra Wille kombiniert werden. Sanitätsausrüstung. Was ist extra Wille? Ne, egal. Ich würde sagen, erstmal hier. Fügt Soldatentrupps einen Kommissar hinzu. Jo. Damit die mehr Schaden machen. Du behältst mal die Rüstung und du kriegst die, die du noch nicht tragen kannst. Okay. Ja. Exekution braucht länger. Wenn er nicht eingesetzt wird, werden Ogrins während des Angriffs unverwundbar. Ne, ich gehe mal bei ihm durch bis zum Fanatismus. Also Stärke. Gebe ihm mal seine Energiefaust. Der ist, glaube ich, der Einzige, der sein Ding benutzen kann. So, dann gucken wir mal, was kriegen wir denn dafür? Ein einzigartiger Gegenstand wird aus der imperialen Kammern ausgegeben. Er wird an den aktuell ausgewählten Trupp angepasst. Castor kriegt einen Melter, Burn kriegt eine Energiefaust, unsere Inquisitor eine Psi-Waffe und Maverick eine Laserkanone. Maverick hat eine Laserkanone, ja. Also würde ich sagen, ein Melterchen. Jo. Schaden gegen Infanterie, schwere Infanterie, Fahrzeuge, Gebäude, ziemlich hoch alles. Naja, das macht nur Schaden an Infanterie und schwere Infanterie 100. Hat eine geringere Angriffsgeschwindigkeit, hat eine höhere Genauigkeit und eine höhere Reichweite, aber das ist jetzt nicht so wichtig, das kompensiert er durch seinen Trupp. Dann kriegt er auch die Rüstung. Und du kriegst die Rüstung erst einmal. So, jetzt ist die gute Frage, was mache ich? Diese abgefangene Übertragung ist nicht gut. Wir sollten diese Ketzer erledigen, bevor alles noch schlimmer wird. Brüder, wir müssen Korn loben, denn der Bau des dunklen Portals ist abgeschlossen. Wo Aragasts Tempel zerstört wurde, können wir nun wieder die Wesen des Swarms in die Realität holen. Das Portal strahlt vernichtende Kräfte aus. Feiert, während ihr Zeuge werdet, wie niedere Wesen besiegt werden und ihre Umgebung vernichtet wird. Ja, eigentlich ist nicht mehr genug Zeit für noch eine Mission. Leider. Also wird es dieses Mal wahrscheinlich nur 25 Minuten Folgen geben. Kann ich nochmal kurz überlegen. Also ich halt auf jeden Fall die Veteranengardisten, weil die sind gut. Ich weiß nicht, ob ich Burn mitnehmen soll oder beim Ogrim Blechkopftrupp bleiben soll. Ich versuch's bei der nächsten Mission mal wieder mit Burn. Jo. Den Sentinel kann ich jetzt hier nicht mehr freischalten, weil ich ihn schon freigeschaltet habe. Ich hätte vielleicht die Blechköpfe freischalten sollen zuerst und hier den Sentinel dann. Ich kann aber beim schweren Waffenteam... Panzerkit. Melter und Melterbomben und so weiter, ja. Fügt dem Trupp eine Maschinenkanone hinzu, die eine gesteigerte Reichweite besitzt, einen Zieltyp mehr Schaden zufügt, aber nicht unterdrücken kann. Das ist eigentlich auch ganz nett. Und ich kann den Sergeant hinzufügen. Auf jeden Fall schwere Waffentruppen. Und also die drei Truppen und die beiden Fahrzeuge sind so meine Hauptaugenmerk. Katalanische Teufel werde ich wahrscheinlich überhaupt nicht freischalten und Ogrins. Ja, vielleicht irgendwann. Jo.
Katachanische Teufel, nicht katalanische. aber gut. Die Gerichte der Kadaver. Das wird auch noch lustig, wenn wir auf die kommen. Aber ja. Ich mache hier jetzt erst einmal wieder einen Cut. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Also bis dann.